Auf zur Hyperbel. Hyperbel. Kann auch passieren. Warum das jetzt so ist und wie man den Kegel schneidet und woher das kommt, sei jetzt mal in diesem Fall unwichtig. Wir haben hier wieder C und D und die zeigen schon wieder, aha, hier geht es um eine gewisse Symmetrie, Punktsymmetrie und so weiter. Unwichtig, nicht schlimm. Und ich zeichne jetzt mal in Rot ein, was A ist, und zwar diese Strecke. Das hier, das ist A. Und jetzt kommt auch noch gleich das B und jetzt muss ich mich an die Achse halten. Und das ist B. Und die Formel, ganz einfach, das gleiche wie vorhin, x minus 10, Klammern zum Quadrat, Achtung, und jetzt ein dickes Minus malen, Bruchstrich, Bruchstrich, y minus d in Klammern zum Quadrat, unten wieder, ich sage jetzt mal nicht Exzentrizität hin, sondern sie ahnen, worauf es läuft, und damit hätten wir das schon. Und der ganze Trick ist wieder gleich 1, und der ganze Trick besteht jetzt darin, eine gegebene Formel so umzubauen, dass die dann wieder hier zu diesen Dingern passt. Und da kann man auch die Hyperbel malen. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wo diese hyperbolische Aufgabe war. Ach, nee. Ist das wenigstens eine? Na, nützt nichts. Ich habe hier eine Aufgabe, die sieht so aus. Gucken wir uns die mal an. Übung dazu. Und zwar, ich mache mal ganz kurz Stopp und schreibe die Formel auf. So, weiter geht's. Ich habe es mal in Blau drüber geschrieben. A plus B in Klammern zum Quadrat ist A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Plus, nochmal, kann man hier ablesen. Hier, das Plus. Also, können wir sagen, jetzt machen wir hier raus, jetzt ziehen wir hier raus, weil das ja insgesamt, die 4 und das X Quadrat ist unser A Quadrat. Machen wir das mal, die Wurzel draus ziehen, damit wir auf diese Form kommen. Also, die Wurzel aus 4X Quadrat ist 2X. Und jetzt müssen wir, ich mache das mal als Nebenrechnung, verdeutliche mal, 24x geteilt durch, das steht ja eine 2 drin und das a steht da drin. Und Achtung, das ganze a, also erstmal die 2 hier vorne, durch 2 und nochmal durch 2x teilen. Das heißt also, 24, hier das x kürzt sich raus, ist klar. Na gut, in diesem Fall ist es klar. Und 24 durch 4 ist 6. Also sagen wir, plus 6. Und jetzt haben wir unser B. 6, nicht B, so. Okay. In Klammern zum Quadrat. Achtung, 6 mal 6 ist aber 36. Es steht aber hier hinten kein B Quadrat. Also müssten wir eigentlich sagen, ich schreibe es mal schnell in Blau. Plus 36 minus 36 hebt sich auf. Also müsste ich hier ein minus 36 in Blau hintermalen. Ich mache es jetzt wieder in Schwarz, damit es ein bisschen schicker aussieht. Minus 36 ist die Aufhebung des Betruges. So. Und jetzt das gleiche hier mit der Y-Geschichte. Die 33 würde ich gleich weglassen, die schreiben wir einfach hinten dran. Also jetzt hier die 33 weglassen, ist gleich 0. Und hier muss das irgendwie das Eingeklammerte rein. Machen Sie es mal. Ja, gut, der Hinweis nochmal. Die beiden Formeln hier, und zwar, ich meine jetzt, Moment, ich meine jetzt diese, das ist die für unsere Ellipse. Okay, und diese, die jetzt hier kommt für die Hyperbel, die sieht so ähnlich aus, die hier, die hat aber, und das mache ich mal in Rot, hier ein Minus stehen. Und das ist das Wichtige. Mit Plus ist es hier, mit Plus, da bleibt es eine Ellipse und mit Minus ist es eine Hyperbel. Und was jetzt rauskommt, es kann hier bei der ganzen Ausklammerei auch ein Plus rauskommen, kann eventuell passieren. Und dann haben wir es doch nicht mit einer Hyperbel zu tun, sondern... Aber das werden wir dann sehen. Also das ist der einzige Unterschied. Die Plusvariante Ellipse, Minusvariante Hyperbel. Aber wir wollten jetzt hier diesen Term nochmal auseinander basteln. Und das sieht ja ein bisschen blöder aus. Ich schreibe mal in diesem Fall in grün schnell drüber, wie unsere zweite binomische Formel heißt. Die ist der ersten total gleich, bloß dass hier ein Minus steht. Also wäre das, was hier steht, schon a Quadrat minus 2ab und dann plus b Quadrat. Ist gleich, und jetzt dieses Minus können wir wieder übernehmen, a minus b in Klammern zum Quadrat. So, und jetzt gucken wir, diesen Term, das ist ein bisschen hässlich vielleicht, ein Viertel y minus y, wie lässt sich das machen? Kann man ja mit der Nebenrechnung nochmal darstellen, ein Viertel y Quadrat minus y, wohlgemerkt, das ist unser a Quadrat und hier steckt minus 2ab in einem einzigen Buchstaben drin. Jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Wie machen wir das?
Ziehen wir erstmal hier raus die Wurzel. Also die Wurzel aus 1 Viertel y Quadrat ist 1 halb y. Das schreiben wir in die Klammer. Das Minus übernehmen wir, das dürfen wir machen. Und jetzt müssen wir nochmal die Nebenrechnung der Nebenrechnung. Y durch 2 und nochmal durch 1 halb. Also ich schreibe es erstmal ausführlich doof hin. Durch 1 halb und y nochmal teilen. Achtung! Die y, die fliegen raus, die kürzen sich. Hier oben steht eine 1, hier steht eine 1. 2 durch 1 halb kann man zum Glück in diesem Fall schön ausrechnen. Ansonsten hätte ich gesagt, die durch 1 halb hier nochmal, das ist wie eine Art Doppelbruch, rutscht hier hoch als 2. Also wenn ich das, das kennen Sie aber noch, ne? Wenn ich das hier wegstreiche und sage, statt durch 1 halb sage ich gleich mal 2. Das entspricht durch 1 halb. Und jetzt sieht man, die können sich kürzen. Hier. Was ist denn dann unser... Und jetzt kommt das Verrückte. Was ist denn dann unser B, was ich hier reinschreibe? Alles gekürzt 1, genau. Das müssen wir aber jetzt nochmal ausprobieren, ob das stimmt. Meistens macht man da irgendwelchen Blödsinn. Und dann wissen wir auch, was quadratisch ergänzt werden muss. 1 halb y mal 1 halb y ist 1 Viertel y Quadrat. Bis dahin haben wir es wahrscheinlich richtig gemacht. Das Minus dürfen wir abschreiben. Und jetzt kommt 2 mal a mal b. Und zwar 2 mal 1 halb ist 1 mal y ist y mal 1, okay, hat sich erledigt. Aha, passt, haben wir richtig gemacht. Also dürfen wir diesen Term hier, ich werde ihn gleich wieder löschen, hier oben reinschreiben. Also plus und jetzt 1 halb y und dann minus 1 in Klammern zum Quadrat. Achtung, wir haben aber Betrug gemacht. Wenn ich das ausmultipliziere, kommt ja hier noch ein plus 1 dazu, ne, als b Quadrat. Aber da ich es nicht habe, muss ich den Quatsch gleich wieder rückgängig machen, den ich jetzt eigentlich gemacht habe. Jetzt muss ich diese minus 1 hier, die muss ich hier oben übernehmen. Minus 1. Und jetzt haben wir das soweit gelöst bis dahin. Und jetzt müssen wir es irgendwie geeignet zusammenfassen und dann gucken, was ist es denn wirklich für eine Formel. Und hier steht noch unsere plus 33. Was ist es denn wirklich für eine Formel und was kann man daraus schließen? Ideen? Kümmern wir uns hier darum, und wenn Sie nur mit einem Stift schreiben, unterstreichen Sie mal alle Glieder, die nicht irgendwie was mit Variablen zu tun haben. Und jetzt kann man es gut zusammenfassen. Minus 36, minus 1 ist minus 37, plus 33 ist minus 4. Minus 4 müsste ich eigentlich hier hinschreiben. Minus 4, dann rutscht der ganze Kram weg. Das ist die Zusammenfassung. Minus 4 stört und das Gegenteil ist plus 4. Also steht auf unserer nächsten Zeile ganz sauber 2x plus 6. In Klammern zum Quadrat, plus 1 halb y minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 4. Vorsichtig, wir müssen hier hinten eine 1 haben. Was müssen wir machen? Wir müssen teilen, ne? Auf jeden Fall. Wir müssen hier hinten auf jeden Fall eine 1 erreichen, sonst wird es nichts Sauberes. Aber irgendwie sieht es schon wieder aus wie dieses Plus hier. Das sieht schon wieder aus, als wenn es gar keine Hyperbel wäre, ne? Gucken wir uns mal an. Wir teilen alles durch 4, nichts einfacher als das. Also durch 4 ist offiziell 2x plus 6 in Klammern zum Quadrat plus 1 halb y minus 1 in Klammern zum Quadrat durch 4 ist gleich 1. Hier steht x minus tralala y minus hopsasa. Hier steht aber 2x und 1 halb y. Eieiei, was tun? Ausklammern, na klar. Denn wir wollen ja ein sauberes x hier drin haben. Also hier klammern wir am besten eine 2 aus. Das reicht uns, denn das x steht dann blank da. Also 2 mal in Klammern x plus 3 in Klammern zum Quadrat. Und hier unten steht ja noch unsere 4, aber wir können es dann gleich per Kürzung.